unser Hotel Eco Hostel Rio Piedra, habe ich euch schon vorgestellt. Und von diesen Art von Hostels gibt es hier sehr viele an der Hauptstraße im Tayrona Park. Und was ihr da in der näheren Umgebung alles so findet an lokalen und anderen Einrichtungen, damit ihr da nicht enttäuscht seid, das zeige ich euch in diesem Video. Dann legen wir mal los, laufen wir mal die Straße ab. Hier vor unserem Hostel eine kleine Eisdiele gefunden. Gibt es überall auch kleine Familienstores. Entlang der Hauptstraße gibt es wirklich sehr, sehr viele Hostels. Zum Tayrona Park von unserem Hostel aus habt ihr es etwa 2 Kilometer. Viele dieser Hostels, auch in dem wir sind, da wird halt kein Essen angeboten, sondern nur Frühstück. So, hier ist unser Hostel von außen, Rio Piedra. Hier haben wir so einen kleinen Store, wo man Wasser und Bier kaufen kann. Ich glaube, hier kann man auch abends was essen, wa? Du? Ist doch hier schon wieder ein Hostel, oder? Ja. Guck mal, mit Mini-Pool. Und der ist aber schön. Kannst nichts sagen. Du, auf den Suche nach dem Vierer-Sechskant. Also es gibt hier an der Hauptstraße außerhalb von Santa Marta in der Nähe vom Tayrona Park sehr viele Hostels, die idyllisch gelegen sind. Wollen wir die hässlichen Ecken nicht vergessen. Also wenn man denn mal hinter die idyllischen Hostels guckt, ist es wie bei vielen Entwicklungsländern, da wird eben der Müll hinter der schönen Fassade abgekippt. Mal in eine andere Richtung zu gehen, weil da gehen wir ja nicht mehr hin, um zu sehen, ob wir Moped ausbauen können, Fahrrad, was so los ist, wo wir was essen können, ne? Also doch wieder richtig. Ich hoffe, es nie verlegenen Ausreden. Nie verlegenen. Wo ist denn der Fluss? Wir waren halten Gangster und halten uns die Knarre an den Kopf. Ach was, wir sehen auch richtig bescheuert aus. Hier an der Seite, da sieht man so die ganz normalen Häuser der Einwohner. Damit ihr auch mal wisst, wie die Kolumbianer wohnen. Jedenfalls von außen, guck mal, hier ist eine Tür offen. Ja, aber so wohnen die Kolumbianer. Übrigens, die Hütten der Kolumbianer sind sowieso immer sehr, oder die Wohnhäuser sind immer sehr klein gehalten. Ja, auf der rechten Seite ist, habe ich ja noch gar nicht gefilmt. Das ist immer sehr schön idyllisch. Das ist übrigens der Tayrona Park. Aber hier kommt man runter. So, diese scheußliche Müllecke haben wir uns mal rausgesucht, um hier mal runterzukommen zum Fluss. Von der Straße aus, sonst ist ja alles mit Privatgrundstücken versperrt und Hostels. Und das ist der schöne Fluss. Und die andere Seite gehört auch zum Tayrona Park. Das ist wirklich sehr, sehr groß. Da hinten haben wir irgendwie ein Hostel mit einer Spaßrutsche, wo man vom Hostel aus gleich im Fluss reinrutscht. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Society girl,
Sag mal, warum treffen wir so eine Scheißwahl nicht mit Rutsche im Wasser? Ja, ein Hostel, wo wir runterrutschen und gleich im Wasser sind. Ja, sind alles ein bisschen heruntergekommen aus bei den Kolumbianern allgemein sowieso. Da wird was aufgebaut und dann nie wieder renoviert. Aber ein bisschen Grünzeug drüber und schon kommt ein bisschen karibisches Dschungelfeeling aus.